Da sind wir schon wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen uns direkt auf den Weg zur Quest. Wasser köchelt für sich hier hin. Kann auch gerne... Oh, Zombie-Besuch. Okay. Warte, bevor wir zur Quest gehen. Kümmern wir uns einmal um die Herrschaften hier. Wo seid ihr? Da. Wo sind ein paar Stück? Gut. Wahrscheinlich eine kleine nächtliche Wanderhorde. Jo. Warum noch mehr? Das ist der große nächtliche Wanderhorde. Okay. Mit Biker, das ist nicht so gut. Oh Mann. Monika, das ist nicht so gut. Gut, der ist gleich kopflos, der Gute. Da kommt noch Mr. Tourist, da kommen noch zwei Touristen. Okay. Geht ja gut los, ne? Ich hab den nicht gesehen. Kommst du dich schon wieder her? So, gut. Ich habe auch keine Lust, Hobby, hier jetzt bei mir vor der Haustür zu stehen. Das muss nicht sein. Okay, der ist erledigt. Sehr schön. Na gut, jetzt haben wir zumindest unser Level up. Wunderbar. Infizierung ist zum Glück so gut wie weg. Jetzt haben wir ein bisschen Schaden gekriegt. Ah, das regeln wir jetzt damit. Ich hoffe, das Spiel zwingt einen zum Schießen. Weil die Ausdauer einfach nicht ausreicht. Da kommt noch mehr. Juhu, da kommt noch so ein Matschauge. Okay. Sehr schön. Das war eine lächliche Wanderhorde. Alles klar. Essen haben wir erstmal. Sehr schön. Schiffwunde ist auch gleich weg. Lehm geht auch erstmal im Moment. Wunderbar. Den einen Skillpunkt müssen wir hier sowieso intelligent stecken. So. Und den können wir beim nächsten Mal definitiv unsere Wegbank. Gut. Schotten dich hier. Wollen wir erstmal zur Quest? Ah, gut, gut, gut. Rechne auch kein mit, damit auch gleich so viele hier bei uns zu Hause rumlaufen, ne? So, die Richtung. Dort kriegen wir hin. Ist ja jetzt auch nicht allzu weit. Irgendwo werden wir wohl auch mal Mobbit haben oder sowas. Zumindest sieht man jetzt mal einigermaßen. So, ich fahre mal ein kurzes Stück langsam, damit die Ausdauer sich mal komplett erholt. Und dann kommen wir gleich mal ein restliches Stück auch schneller voran. Jo, siehst du mal. Oh, ich wieder Mauchi, aber nass ist sowieso immer die Hölle los. Also nass sollte man eine A20 ohne Ausrüstung nicht draußen rumlaufen. Ich tue es trotzdem. Eigentlich bescheuert, aber gut. Im Haus geht's nachher wieder. Aber hier rennen ja auch Wölfe und Bären rum. Zwar aktuell noch nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Und deswegen ein bisschen Ausdauertank hin, damit ich im Notfall schnell davon radeln kann. So, die Quest ist hier vorne. Das ist die Hütte da, ne? Guck, da kommt schon einer, ne? Irgendwo, ich höre zumindest einen. Sehen tue ich ihn gerade nicht. So, das ist die Hütte hier, ne? Oder? Ah, okay, das ist eins der alten Gebäude. Da ist ein Bunker unten drunter. Aber heißt ja nicht, dass hier innen drin nicht mehr Zombies sind als vorher, ne? Nehmen wir mal an, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Und schotten dich hier. Gut, den gucken wir erstmal, den gucken wir erstmal. Schüchchen brauchen wir nicht. Bücherregale sind eigentlich immer gut. Es sei denn, nicht Papier drin, dann ist nicht gut. Bohle nehmen wir mit. Da knüppelt draußen definitiv ein Zombie rum. Jo. Wo kommst du auch, ne? Nicht? Hier noch was? Oh, die Toiletten hier, ne? Die Toiletten. Warte mal, wo bist du denn, mein Freund? Wo bist du denn? Hier unten irgendwo, ne? Da hinten rennt ein Wolf rum, okay. Hier sind jede Menge.
Jede Menge. Okay. Doch, das Vehikel knüppelt darum. So. Ich muss die Leute erledigen, weil sonst knüppeln sie sich gleich ins Haus und fällt mir in den Rücken. Das muss ja nur auch nicht sein. So, warte mal, wir gehen hier mal auf Nummer sicher. Zack. Okay, gut, da wäre nichts gekommen. Das weiß man ja nicht vorher. So, den Dorf ist auf jeden Fall gut. Den haben wir hier noch. Ja, gut. Man findet aber auch ziemlich viel Kleber das. Also ich glaube, das ist schon echt darauf ausgelegt, dass man sich Mods und alles am Anfang selber bauen soll. Holzkörper lasse ich jetzt mal hier. Ich stecke fest. Ich komme nicht ins Loch. So. Schon dicht. Gut. Außer Müll haben wir hier aber auch nichts weiter, oder? Ja, gut. Lehm und Gobblestone kann man nicht auch mehr gebrauchen. Jemand hier? Sicher da mal ein bisschen ab. Gut, funktioniert nicht. Da ist aber auch was. Jo. Hier ist wach geworden, der Gute. Muss auch ein bisschen vorsichtiger sein, da wir keine Schmerztabletten mehr haben. Wir wollen ja nicht sterben, ne? Sehr schön. Unten sind garantiert jede Menge. Da bin ich mir sicher. So, da. Papier kannst du behalten. Ah, ich weiß nicht, ob ich da einen Schuss opfern soll. Hätte ich mir sparen können. Irgendwas ist ja schon wieder. Ich höre was. Oh, von draußen kommt Wurst. Lupix, die nehmen wir mal mit. Jo, da bricht sich definitiv was von draußen ins Haus. Sag ich doch, da ist was. Jo, der kommt hoch. Sehr schön. Oder? Och, Bochi, er kann doch nicht so schwer sein. Die haben es nicht so mit Wegfindung, du. Also Leder brauche ich im Moment erstmal nicht mehr mitnehmen. Da haben wir jetzt wirklich mehr als genug von. Da kommt gerade jede Menge von draußen. Da ist garantiert auch noch einer drin, oder? Man, mich würde es nicht wundern. Ne, ist nicht gut. Hundis kommt von draußen oder Wölfe, irgendwie sowas. So, hallo, hier noch jemand. Wir essen erstmal was. Sicher ist sicher. Man will schließlich gut gestärkt dahin. Zumindest sind wir nass nicht mehr überlastet. Das ist ja schon mal was. Hallo. Ach, das Partygirl schon wieder. Gut, bitte. Komm her, Lady. Genau. Das Horn hat kaputt gemacht. Gut, den machen wir jetzt auch kaputt. Die Dinger kann man jederzeit neu bauen. Das ist ja nun nicht so das Problem. Ja, das hört sich gar nicht gesund an, wenn ich bloß wüsste, wo genau er hier ist. Irgendwo knüppelt er nämlich rum. Wo? Hier, ne? Ich glaube, der ist hier. Okay, warte mal. Ich helfe ihm mal. Sonst fällt er mir in den Rücken. Das muss ja auch nicht sein. Ist er nett? Ja, irgendwo knüppelt er mal rum. Da ist er doch. Da kommt noch mehr. Das hört man. Wo? Knüppeln irgendwo anders drauf rum. Gut. Dich nehmen wir einfach auseinander.
Bin ich dran? Oh Mann. Ich jetzt. So, die knibbeln woanders rum. Da, ne? Jo. Kriege ich die Tür weg ohne den Schreibtisch? Nein. Natürlich nicht. Gut, warte mal. Ich hoffe, die ist wirklich hier. Ne, ist sie auch nicht. Die knüppelt woanders rum, aber wo? Da oder was? Hier, ja. Oh, schon wieder das Party Girl. Okay. Ach komm her, Lady. Genau. Können wir uns wenigstens um deine Kollegen hier kümmern? Sehr schön. Also Eisen dran. Kommen hier aber auch echt von allen Seiten, ne? Och, er hier. Komm her. Genau. So, darf ich jetzt erstmal die Küche plündern hier. Dort kann man gebrauchen. Das kann man definitiv. Ja. Jupp, gut. Ich hoffe mal ein bisschen eh sehen. Gut, cool ist auch nicht zu verachten. So, nochmal. Da kommt doch schon wieder was. Hört sich zumindest danach an. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Du bist eh hässlich. So, den... Jo, hier ist zu. Oh, da kommt noch so einiges, wenn ich erstmal so erwähnen darf. Bloß von wo? Von wo? Hier? Wieso liegt hier ein toter Wolf? Wo knüppeln die rum? So, ne? Glaube ja. Ja, die knüppeln darum. Sind mich beschädigt. Gut. Na komm her, Junge, du Schaster. Du Schaster. Genau. Sehr schön, sehr schön. So, den auch mal hier lang. Definitiv. Hier doch auch noch was drin, oder nicht? Die ist auf. Hab ich nicht gesehen. Gut, aber ein bisschen Gurmelfleisch, das lässt sich immer gerne mitnehmen. Und, jo, das ist sowieso. In der Mülltonne noch irgendwas drin? Nö, naja, gut. Ein Düschen. So, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ja, ein bisschen aufpassen. Hier war damals die Bude voll. Deswegen, das geht nicht gut, wenn wir da so reinrennen. Na, guck doch nicht immer daneben, Junge. Ich habe die Hitbox noch nicht so ganz raus in A20. Hat die schon dicht. Oh, hier ist doch bestimmt noch mehr, oder? Nicht? Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet? Den gucken wir mal, den gucken wir mal. Eisen, vielleicht noch ein paar Getränke, das wäre nicht verkehrt. Nur ein Bierchen ist immer gut. Dafür hat es sich schon gelohnt. Haben wir hier noch irgendwas? Jo. Gut, das werde ich jetzt alles schreddern. Nimmt sonst zu viel Platz weg. Gut, gut, gut. Den geht's doch, oder? Den nehmen wir noch mit. Warte mal. So. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Vor allen Dingen, weil wir Nacht haben. So, das kann man jetzt auch schreddern. Und hier... Ja, gut. Darf ich noch keinen Mantel haben, ne? Jetzt ziehen wir erstmal die Jacke an. Siehst du mal. Auch wenn sie pottenhässlich grün ist. Da können wir nämlich nochmal eine Taschenmord rein. Die, glaube ich... Ja, ich habe kein Klebeband, aber Stoff und Kleber. Warte mal. Kann ich hier schnell die Taschenmotte herstellen? Bis auf Klebeband habe ich mich alles, ne? Und Klebeband kann ich schnell machen. Bitte zwei Klebeband.
So, könnte ich sowieso mal alles zu Klebeband machen. Sport und ein paar Inventarplätze. So, den machen wir schnell in Taschenmod und die mache ich in die Jacke. Den passt hat. Ah, die könnte ich rein theoretisch auch machen, wenn ich das Buch hätte. Die machen zumindest zwei Plätze frei. Gut, machen wir erstmal die. Sehr schön, den passt hat auch gleich. Hier sind doch bestimmt Herrschaften, oder? Oh, hier sind mit Sicherheit Herrschaften. Traban! Genau! So, Knochen ist gut. Haben wir hier was drin? Diese Kisten, habe ich festgestellt, kann man gar nicht mehr bauen. Man kann nur noch die beschriftbaren bauen. Die gibt's nicht mehr. Zumindest nicht mehr zum selber machen. Oh ja, es gibt zumindest jede Menge Eisen. So, warte mal, ich mach mal kurz. Meine Mod hier drin. Bringt uns zwar jetzt in der Nacht auch nicht super viel, aber tagsüber halt, ne? So. Ja, gut, sehr schön, sehr schön. Ah, aber zu holen gibt es hier ein bisschen was. Also das kann man nicht abstreiten. Essen müsste ich auch mal was. Ich esse erstmal die zwei hier. So. Da fällt mir was ein. Oh, hoffentlich ist er noch da. Da oben lag doch der eine Wolf. Den habe ich ja komplett vergessen. Den wollte ich doch noch auseinandernehmen. Moment. Ja, der ist nicht mehr da. Gut. Mein Fehler. Kann ja mal vorkommen. So. Sünsten. Sehe ich jetzt aber auch nichts weiter. Oh, noch ein Kartoffelseed. Wenn die Seeds wirklich verschwinden und nur mit Glück rauskommen, sollte man jeden Seed mitnehmen, den man finden kann. Aber wirklich. Okay, den einmal hier. Das kommen auch mit. Das brauchen wir. So, da kommen wir wahrscheinlich wie früher auch runter in den Bunker. Und da dürfte die helle Lust sein. Hier ist auf jeden Fall noch was. Moin Düschen, aber gut, es wird ja auch gleich schon wieder Tag, also so ist es nicht. Der Bunker war hier früher voll. Ich meine nicht hier oben, aber unten. Mal googeln, mal googeln. Ah, ich sehe da auch schon einen. Und ich wette, wenn ich ihn anschieße, kommen gleich 10 dazu, wa? Oh. Das hat ja mal gesessen. Der sitzt da leicht kopflos, der Gudi. Ich hab Zombies von draußen angelockt, aber hier drin? Das Olleinchen. Und er. Okay. Gut, gut. Ach, ihr könnt da draußen jetzt rumknüppeln, wie ihr wollt. Ich renne euch jetzt nicht schon wieder hoch. Vergiss es. Yucca-Sormen Seeds. Sehr schön. Die können wir jetzt auch machen. Da geht's wahrscheinlich gleich weiter. Da steht noch ein Stevie. Sehe ich gerade. Den habe ich gesehen, den guten. Schön versteckt hinterm Pfeiler. Steine sind auch gut. Zumindest aktuell. Hier noch irgendwas. Ah, gut. Mal wieder ein Kochtopf. Das kennen wir ja schon. Hier haben wir nichts weiter, ne? Gut. Jut, jut. Du hast auch nichts hinter Stevie, nur wach doch da mal auf. Danke. Ich hab's doch nicht so ganz mit der Hitbox. So, dann geht's doch gleich weiter. Jut. Ich werde so oder so Sachen rausschmeißen müssen. Dafür kommen wir nicht dran vorbei. Nehmen wir den nochmal mit. Und Zement sowieso, das brauchen wir nämlich auch. Gut, gut.
Eigentlich müsste das hier in einen richtigen Bunker führen. Also ich meine jetzt nicht hier die unterirdische Höhle. In einen richtigen Bunker müsste das eigentlich führen. Wenn sie das nicht verändert haben, heißt es. Die Höhle kommt mir größer vor als früher. Ehrlich gesagt. Hör auf zu kriechen, Mensch! Das mag ich nicht, wenn ihr hier rumkriecht. Ihr haut mir die Beine kaputt, Mensch. So. Genau, hier ging es runter. Und da unten ging es, glaube ich, nachher weiter. Oder hier, wo hier Licht ist. Hier geht's weiter. You dude. Dich zerlegen wir natürlich gleich. Wir sind gleich wieder überladen, weil der Tag gleich anfängt. Wir sind ja nur in der Nacht nicht überladen. Will einmal hier gucken. Und ja, gut. Das gibt natürlich so ein Problem. Ehrlich gesagt gibt es zwischen Tag und Nacht hier kaum Unterschied, weil die sind am Tag genauso schnell wie in der Nacht. Nur halt, dass wir nass weniger sehen. Auch richtig hier, ne? Was ist denn nur der richtige Weg? Hier lang oder da lang? Das ist eine berechtigte Frage, ne? Früher ging das hier lang. Guck, und schon sind wir wieder überlastet. Jo. Hier, den trinken wir doch noch immer drin. Ja, das... Ach gut. Weißt du was, ich zerleg die achtmal und schmeiße die mal raus. Muss hier Prioritäten setzen. Geht nicht anders. Ich gehe jetzt erstmal hier gucken, wo hier gerade Zombies waren. Ich glaube, der runter ist mich der richtige Weg. Dosen nehmen wir mit. Eisen können wir mitnehmen. Ja gut, die werde ich jetzt auch mal zerlegen, auch wenn sie Geld bringen. Aber ich kann heute nicht mehr alles mitschleppen. Dosen geht nicht. Haben wir schon. Haben wir hier noch was? Sehr schön, sehr schön. Gut. Der andere Weg ist der richtige, wie ich vermutet habe. Aber den da, den nehmen wir noch einmal mit. Ich habe ja auch gefragt, warum ich hier den Stein nicht mitnehme, weil da viel Stein rauskommt. Ja, das stimmt, aber ich habe mehr als genug Stein. Stein kriegt man hier ja jetzt ziemlich häufig, muss ich sagen. War früher nicht der Fall. Ist mittlerweile aber der Fall. Gut, der geht's hier wohl, oder? So, und hier waren auch jede Menge Spießgesellen. So viel weiß ich noch. Steh doch mal auf, Mensch. Genau. Räumer er. Der Mochi mit so einer Frau, der Portigal. So. Du kommst auch her. Bitte. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Bläu und schon wieder Bier und Money und Looten kommen die nicht, ne? Gut, 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 gut. Ich kriege ja immer Schrotmoney. Man soll echt diese Schrottwaffe benutzen an Schrot. Ich will aber die Schrottwaffe nicht benutzen. Da weigere ich mich. Das Ding ist Mist. Das will ich nicht. Ich habe sie ausprobiert. So, ein bisschen Zement nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den hier nochmal. Auf jeden Fall kommt mir das Gebäude größer vor als früher. Oh, vielleicht täusche ich mich auch. Gut, warte mal. Erstmal den Stuhl, den der. Ein bisschen zerlegen müssen wir, ja? Zock. Hier waren, glaube ich, auch noch ein paar Spießgesellen. Kommt in die Toiletten. Nehmen wir die Tische. Und einer hier, okay. Der Mochi. Bitte. Na. Und wenn ich richtig treffe, dann ist es nicht so das Problem. Aber ich habe noch nicht so ganz die Hitbox raus von den Herrschaften. So, warte mal. Hier waren früher mal welche drin. Jetzt anscheinend nicht mehr. Dann gucke ich einmal kurz hier rein. Bevor wir wohl gehen. Ich muss leider auf Nummer sicher gehen. Na gut, hier sehe ich auch keinen mehr. Warte mal. Warte mal. Kartoffelsieb behalte ich auf jeden Fall. Der geht raus. Ah, die werde ich nicht alle zerlegen. Das dauert schon lange. Aber das geht vielleicht noch. Gut, gut, gut. Drübes Wasser will ich jetzt auch nicht unbedingt zerlegen. Eine leeren Gläser brauche ich leider auch. Brauche alles davon. Dann gehen wir erstmal hier rein. Hier sind eine Trockkinder mehr. Die kann ich auch zerlegen.
Draußen knüppelt sie wohl her. Aber die neuen Toiletten gefallen mir. Die sehen jetzt zumindest aus wie Toiletten. So, hier ist echt nichts. Nein. So, da. Gut, dann haben wir hier uns Stegen. Dann haben wir auch einen Stegen. Jo, Verbandskästen und Vitamine sind nicht verkehrt. Kann man sich nicht beschweren. Allerdings hätte ich auch sehr gerne mal wieder Schmerztablett. Muss ich ganz ehrlich sagen. Papier kannst du behalten. Oh, schon wieder Papier. Gut. Hier unten noch irgendwas oder muss ich jetzt weiter? Den kann man nicht looten. Den kann man noch mitnehmen. Gut. Da wäre noch was. Das kommt auch gleich Schredder, mein Freund. Da ist nichts gut. Mäßig da auch noch ein Wäuchchen. Den packen wir den auch nochmal rein. Ansonsten, ja. Mit dem Hauptblut wird es gleich problematisch. Wir haben aber auch keine Spritze, die wir nehmen können. Gut, gut. Jo, da waren jede Menge Zombies. Das weiß ich. Da waren definitiv jede Menge. Sehen tue ich gerade keinen, aber die sind versteckt, die guten Jungs. Die sind da irgendwo. Finden wir gleich schon. Hoffe nur, das geht gut. Wie war das schon davor? Ach, das hat Messing, ne? Das ist Messing, das ist furchtbar. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas Essbares? Toll ist es hier nicht, ne? Das kannst du jetzt mal behalten. Der Automat geht nicht. Ich weiß, ich könnte ihn auseinandernehmen wegen Stahl. Will ich bloß aktuell nicht. So, Leben ist ja auch nicht ganz gut bei uns. Der Hunger jetzt nicht so dolle. Haben wir noch irgendwas, was wir wegfuttern können? Außer unser Essen, meine ich. Rohes Fleisch und so will ich jetzt nicht unbedingt essen. Nö, ansonsten, wir haben ja nicht mal diese Schemwe-Dinger. Ich könnte ein Käffchen trinken, ja. Wäre besser wegen der Ausdauer. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo die Herrschaften stecken. Einer steckte, glaube ich, da. Kriege ich so aber auch nicht aufgeweckt, ne? Stecken, glaube ich, überall dahinter. Nö. Da haben sie also auch für gesorgt, dass man sie so nicht aufwecken kann. Okay. Jetzt kommen sie. Wo kommst du denn her? Genau das habe ich mich befürchtet. Und da war ein Polizist, ne? Wenn ich mich nicht verguckt habe. Oder irgendwo ein Polizist. Weiß zwar nicht, wo er ist. Aber irgendwo war einer. Da wo ist ich ganz genau. Ich habe ihn gesehen. Ich habe die Kotze gesehen. Ich glaube, der hier ist runtergefallen. Versucht gerade wieder hochzukommen. Da ist er. Da. Au, unterlasse dies. Platz doch einfach weg, meine, bin ich dich los. So treffe ich ihn nicht. Okay, vorher sterben geht natürlich auch. Wunderbar, jetzt muss ich aber was futtern. Gut, dann futter ich die zwei da weg. So. Es war übrigens die letzte Muni, die wir hier verballert haben. Ah, das Spiel zwingt auch aber auch ständig dazu, ne? Alter Schwede. Aber es gefällt mir. Wir haben es überlebt, Quest ist fertig. Sehr schön. Wunderbar. Dreierquests haben es aber auch in sich. Das muss man denen lassen. Die reparieren wir mal kurz, mein Freund. Genau. Und den können wir hier, den da zerlegen. Draußen sehen auch schon wieder Zombies. Wundert mich aber nicht. Sehr schön. Oh,
Auf jeden Fall brauchen wir sämtliche Materialien und die kommen hier jetzt auch mit. Ob denen das nun gefällt oder nicht, das ist mir so ziemlich egal. Das kommt gut. Ja, natürlich. Hauptmann gucken wir auch gleich. Natürlich, natürlich. So, hier noch was drin. Müll. Gut, das kommt mit. Das kommt mit. So, auf jeden Fall die einmal. Und der nochmal. So, hier hatten wir nicht. Ne, hatten wir nicht. Was soll man machen, wenn man es braucht? Was soll man machen? Oh, das kriegen wir dann nicht aufgewertet. Aus dem Müll. Ein paar Knöchlis. Gut, den vergreifen wir uns jetzt mal am Hauptloot. Ah, natürlich. Ja, jede... Aber gut, wir haben drei Lockpits. Verdammt, die Kiste ist hier verschlossen. Aber wirklich jede. Geländefahrzeugscheinwerfermod. Das haben wir aber schon. Neue Reparatur geht's. Sehr schön. Oh, dann nehmen wir Oma mit. Gut, gut. Bauplan Stahlwerkzeuge. Sehr schön. So, und wir haben drei. Ja, drück mal die Daumen, dass die drei reichen. Ich glaube es nicht, aber schön wär's. Na? So mal ein braves Kistchen. Wäre ja mal schön, ne? Meine Güte, ich kann doch nicht jedes Mal mein Loot stehen lassen. Oh Mann. Das geht ja nur auch nicht. Das ist ja furchtbar. Und das Ding. Ne, ich glaube keine 7000er Kiste auf. Habe ich nächste Woche noch nicht fertig. Gut, wir haben einfach noch nicht die brossenen Werkzeuge. Das ist doof. Aber gut, hier gibt es ja auch noch ein bisschen was. Vor allen Dingen Muni. Muni ist immer gut. Ah, hier haben sie was eingebaut, um die Tür zu öffnen. Früher musste man sich immer hier durchprügeln. Ich glaube, das geht beides auf, wenn ich drücke. Kann das sein? Wollen wir mal kurz den reparieren? Oh, das werden wir gleich sehen. Wollen wir mal da reingucken? Nehmen wir noch ein bisschen Holz. Da haben wir noch eine Werkbank. Auch noch mal ein bisschen Eisen. Wir sind sowas von überladen. Gut, gut. Den da, aber zumindest haben wir wieder ein bisschen Cobblestone und das. Hier können wir jetzt auch so mitnehmen. Wir sind eh überladen. Magazinvergrößerungsmod. Sehr schön. So, den sammeln wir mal den Schlüssel ein. Wo? Hab ich dich? Jo. Ah, es geht nur die Tür auf. Gut. Und die kann ich hier aufmachen, ne? Danke, danke. Ah, gut, die haben sich hier überall reingeprügelt. Gut, die Quest haben wir fertig. Dort haben wir doch mit Bravour geschafft. Muss man aber auch aufpassen. Und es gezwungen zum Schießen. Naja. Aber wir kommen irgendwann an den Punkt, dass wir nicht mehr so viel schießen müssen, weil unsere Keule dann schon schnell wegverleitet. Aber momentan hindert doch so ein bisschen die Ausdauer. Was denn, habe ich denn da an? Ach, die Rüstung haben auch ein neues Aussehen, wa? Vor allem die Jacke, Alter. Ich passt mal so gar nicht. Halt, halt, halt. Ich wollte ja nicht wie die Mini fahren hier. Dort wäre nicht so gut. So, der Herr haut inzwischen auch auf. Wir haben echt die ganze Nacht gebraucht. Gut. Warum nicht, warum nicht? Rinder, haben wir noch Platz? Jo. Aber so kommen wir zumindest langsam an Materialien und vor allen Dingen an die EP, die wir brauchen. Um endlich mal die Werkbank freizuschalten. So, wir haben auch Tor 10, der müsste Restocker haben, der Gute. Robotergeschützturm. Ja, wir nehmen erstmal die Antibiotika. Robotergeschützturm haben wir einen. So, neue Quest hat der Herr auch. Downtown Filler 22, das hat den wir vorhin auch schon. Bungalow 11 hatten wir definitiv auch schon. Das wäre Farm 02, die hatten wir auch schon. Safe travels, friend. Okay. I really admire you, friend. Das ist die Kirche, die geht nicht, die ist direkt nebenan. Und hier Stalker 1. Den werden wir machen. Zwar ein bisschen weiter weg, aber gut, die 800 Meter und 900 Meter gehen auch noch.
Will nur kurz gucken, was er verkauft. Dedebdedeb, Chemiestation, die können wir uns nicht leisten. Auch wenn wir sie gerne gebrauchen. Er verkauft Muni, er verkauft das Bauplan für Werkbank. Wäre an Prinzip nicht schlecht, dann könnten wir die Werkbank bauen. Aber allerdings fehlt uns da eh nur noch ein Skillpunkt. Und da schalten wir aber auch gleichzeitig die Zementmescher mit frei. Deswegen lassen wir das mal. Ölanschätze von 1, das ist was. Du findest Huhn nicht aus Holz, okay. Aber ansonsten kein Mobbit oder sowas. Bauhocke. Ich kann mich jetzt auch verändern, wie es aussieht. Mö, jedenfalls nicht. Ich tendiere zur Munition, ehrlich gesagt. Selbstgebaute Pistole. Die Bücher kümmern wir uns später drum. Minimotorradteile hat er ja. Bauplan Robotik Drone Booster. Er hat kaum komplettes Mobbit. Ich habe jetzt auch nicht so super viel Geld dabei, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen Muni wäre nicht verkehrt. Gut, alles können wir uns nicht leisten, aber gucken wir mal, wie viel wir uns leisten können. Da haben wir zumindest ein bisschen, das wäre nicht verkehrt. Können wir uns überhaupt was leisten? Ich glaube, den Rest holen wir uns noch mit dem Geld, was wir zu Hause haben. Wir könnten uns 54 Stück leisten, gut. Wir sind uns nix. Aber ich glaube, den Rest werde ich mir auch noch holen von ihm. Thanks for shopping here. Come again. Hauptsache, wir haben. Das Spiel zwingt uns ja ständig. Und ist aber auch teuer geworden, ne? Echt teuer geworden. Aber gut, gut, wir haben Geld. Wir haben, wenn wir fahren gehen, später auch Bumpy. Robotergeschützturm, den wir, glaube ich, auch brauchen. Definitiv, aber es ist Durgan 1, aber aus dem Grund, es war ein altes Gebäude, kennt jeder. Da gibt es guten Muni. Und die haben wir momentan echt bitter nötig. Unbedingt nötig. Dafür konnte ich dran vorbei. Jetzt aber erstmal ausleeren. So viel Zeit muss aus sein. Und die Kirche geht heute nicht, weil sie zum Teil mit auf. Ich glaube, die geht nicht. Und ich muss es mal ausprobieren mit der Kirche, die hat er ja öfters. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Gut, gut. Erstmal im Fahrrad hatten wir ja nichts, ne? Erstmal, oh, ich hänge am Fahrrad, fies Mensch. Ausleeren, so viel Zeug muss sein. So, der ist inzwischen leer gebrannt, das ist auch nicht schlimm. Wasser hat er gemacht, wunderbar. Muss ja hier alles noch ausgebaut werden. Ja, komm, Junge, du bist ein Tier, du schaffst es. Ja, hast die Kiste erreicht, 100 Punkte. So, erstmal alles raus, was noch reinpasst in die Kisten. Wunderbar, so. Die 18 Münzen kommen hier auch mit drin. Den können wir aktuell nicht anpflanzen. Den packen wir mal hier mit drin. So, wieso ist denn das beim Wasser nicht mehr reingegangen? Ach, weil ich es verkocht hatte, ne? So, den kommt da noch drin. Da noch drin. Dies. Die Muni natürlich nicht. Das natürlich auch nicht. Und Lame gehört eigentlich auch hier mit drin, ne? Wieso ist denn das nicht mehr reingegangen? Weil auch nichts mit drin ist. Gut. So, die hierin. Das ist mal hier mit drin. Sehr schön. Fehlt uns immer noch die Schmerztablette und Essen. Wer hätte es gedacht? Essen, ja, Essen ist so eine Sache. Wir nehmen erstmal das mit. Ich meine, das Fleisch jetzt verkochen bringt auch nicht viel. Es brutzelt hier eigentlich die ganze Zeit. Die Schmiede ist aus. Das ist die Fackeln oder was? Wahrscheinlich. Feuer ist ja auch aus. Gut. Den sind wir vor heute am Ende. Mal gucken, wir kriegen den letzten Punkt noch zusammen. Weil, wie gesagt, ich habe sie jetzt absichtlich nicht gekauft, weil wir damit gleichzeitig auch die Zementmischer freischalten. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir brauchen beides. Und den sollten wir auch so langsam mal. Dann können wir dann noch mich erstmal weiter skillen hiermit. Ne, damit nicht. Damit meine ich, da hier vorne. Dem nur. Da können wir mich auch bessere Werkzeuge machen und kriegen mehr raus. Und dann können wir so langsam auch mal formen. Und dann kommt das so langsam, aber sicher alles auch. Schmerztabletten und so werden wir uns wohl hier auch selber herstellen müssen. Ist alles ein bisschen schwieriger. Aber das kriegen wir im Griff. Gut, vorher sind wir aber am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.